Willkommen auf der Satox. Heute wird's wieder weiß-schwarz. Und zwar habe ich von Dengeki Bungo das 30-jährige Anniversary, also Jubiläum, ist ein Set rausgekommen mit jede Menge Serien, die ich auch kenne. Hier vorne kenne ich sogar alle. Railgun Index, Shakugan no Shana, Irregular, Sword Art Online. Ist halt echt viel dabei. Und unter anderem halt auch 86, was die letzten Jahre eins meiner absoluten Highlights mit war. Und zum Beispiel auch direkt von Raygun mit Misaka. Und da bin ich gespannt, was da ist. Natürlich sind auch sehr viele Serien dabei, die ich nicht kenne. Dessen bin ich mir auch komplett bewusst. Aber man kann sich ja dann die raussuchen, die man spielen möchte. Ich werde wieder die Hälfte auspacken. Was haben wir hier? Eine Going Second Karte. Okay. Ist auch eine Going First noch mit dabei? Ist nur eine drin. Das heißt, ich brauche noch eine Going First. Das ist ja gemein. Wobei, die hatten nochmal das Schwarz-Dings da. Weiß-Schwarz von da kommt. So, ich packe wieder erst die erste Hälfte aus und die andere Hälfte wird dann in einem zweiten Teil ausgepackt. Gut, fangen wir gleich mal mit dem Päckchen Nummer 1 an. Und ja. Tack, 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 aufschneiden, ausholen und oh, der Devil is a Part-Timer fängt gleich an. Level 3, oh, jede Menge Level 3. Das sagt mir jetzt nichts. Spice and Wolf sagt mir natürlich was. Das ist Durara. Oh mein Gott, doch mehr dabei als ich kenne, als ich dachte, dass ich kenne. Demon Lord Academy ist auch mit dabei. Jo, Manga sind. Also es ist halt echt viel drin. Ist halt so ähnlich wie Fujimi Phantasia Bungo. Das ist halt ein GGS. Das kenne ich jetzt nicht. Das auch nicht. Das wollte ich aber mal gucken. Oh, noch mehr Aero Manga. SAO. Kino's Journey ist auch mit dabei. Und ein Shakugan no Shana Climax. Otohadora war ja auch mit dabei. Bunny Girl. Eine Double Rare Imi. Oh, meine zwei Lieblinge. Und eine Rare Len. Die gibt es, glaube ich, auch in Signed. Ach, Petrol of Sakurasu ist auch mit dabei. So viele coole Serien. Das ist. Keine Ahnung. Ach, Bagano steht da sogar drauf. Habe ich noch nicht gesehen, ist aber ja auch von den Durarara-Machern sind da einige mit dabei. Eine Kirito und Asta. Da kann man halt wirklich mit seinen Lieblingsserien sich einfach ein komplettes Deck basteln. Und ist nicht auf eine Serie begrenzt. Das finde ich halt echt cool. Oh, Last Order und Accelerator. So, drei Päckchen haben wir noch. Ja, ich bin übrigens immer noch ein kleines bisschen verschnupft. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr an der Stimme. Ja, die beiden waren auch süß zusammen. Toradora auch Klassiker. Noch mehr Shakugan no Shana und Ami die Zicke. Wobei sie Maus hat sich ja glaube ich ein bisschen dann gemausert später, aber am Anfang war sie sehr, sehr gemein. Irregular.
Beautiful von Nico. Und eine Double Rare Tiger. Und dann sind wir für den ersten Part auch schon beim letzten Päckchen angekommen. Oh, das erste von 86 endlich. Dann machen wir aktuell sogar einen Rewatch. Und da haben wir auch schon die erste SR mit Alina, keine Ahnung, aus welcher Serie, um ehrlich zu sein. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass ich habe ein bisschen so prädestiniert, bei Quintuple zum Beispiel immer die SR von denen zu ziehen, die ich nicht mag. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, schauen wir mal in den weiteren Parts, was noch alles drin ist. Bis dahin.